Dr. Tropfis Tropfiland. Danke, Dr. Tropfi, dass du mir alles über Wasser erklärst. Gerne, Sandy. Aber das Wichtigste fehlt noch. Der Wasserkreislauf der Natur. Pass auf, verdunstetes Wasser verwandelt sich in eine Wolke quasi irgendwie und dann regnet's und dann endet der Kreislauf der Natur. Was? Jetzt schon? Ja klar, wenn Wasser durch diese Erdschicht sickert, die sogenannte Nestlé-Schicht, gehört es nicht mehr der Natur, sondern Nestlé. Alles Erdkunde, Sandy. Und ich dachte immer, Wasser gehört allen. Sandy, Sandy. Aber wenn Nestlé mega viel abpumpt, kann doch der Grundwasserspiegel bedrohlich sinken. Und Ströme können austrocknen. Aber Sandy, jetzt schau doch mal ganz genau hin. Diesem niedlichen Fluss hier geht es mit jedem Tag besser. Ah, oh, voll idyllisch. Ja, mit Wasser kann Nestlé nämlich eine zigtausendfache Gewinnmarge erzielen. Boah, zigtausend, voll viel. Aber ist das nicht moralisch zweifelhaft? Aber Sandy, das ist doch alles fürs Allgemeinwohl. Nur eine zigtausendfache Gewinnmarge garantiert, dass sich Nestlé Manager Yachten leisten können, die Rosé-Champagner gefüllt Swimmingpools haben, von denen das Wasser am Ende verdunsten kann, um so den Wasserkreislauf wieder zu schließen. Voll gut erklärt, Dr. Tropfi. Aber was ist mit hier, hier oder hier, wo Nestlé-Fabriken Anwohnern das Trinkwasser wegnehmen und die dann keins mehr haben? Glück im Unglück, sage ich dazu. Gott sei Dank gibt's eine Nestlé-Fabrik gleich nebenan. Hier, nur 1,20. Ist eh viel besser als Trinkwasser, sonst wär's ja nicht tausendmal teurer. Wenn man es so sagt, klingt es voll logisch. Aber was, wenn die Quellen irgendwann versiegen? Oh, Sandy, jetzt verstehe ich das Problem. Für Nestlé. Oh, ich hab's. Komm mit. Ist der Boden ausgemolken, hey, dann komm mit mir. Wir privatisieren jetzt Wolken hier und hier und hier. Danke, Nestlé. Danke, Nestlé.